Seid gegrüßt, Abenteurer. Wir verschaffen uns einen ersten Eindruck von den JBL Tune 120 TWS. Die kabellosen Kopfhörer sind schon eine Weile auf dem Markt. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, euch diese nicht vorzuenthalten. Dranbleiben lohnt sich. Los geht's wie immer nach dem Intro. Wenn euch der Content gefällt und ihr noch kein Abenteurer seid, dann abonniert ganz einfach kostenlos unseren Kanal. Die JBL Tune 120 TWS haben derzeit einen Preis von 78 Euro. Wir sind gespannt, los geht's! Auf der Verpackung kann schon einiges an Informationen über das Produkt entnommen werden. JBL wird mit einem PureBus, 16 Stunden Laufzeit, gutem Tragekomfort und den gängigen Sprachassistenten wie Google oder Siri. So viel vorab, schauen wir rein in die Box. Im Lieferumfang liegen zu den Wireless-Kopfhörern ein Ladekabel, zwei extra Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen und natürlich die Schnellstartanleitung. Die JBL Tune 120 TWS bekommt man in vier verschiedenen Farben. Pink, Blau, Weiß und Schwarz. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns für die schwarze Variante entschieden. Und wie so oft sind die Kopfhörer in einer Hochglanzoptik. Das von JBL gewählte Design ist okay, aber für mich persönlich kein Eyecatcher. Die Passform ist etwas klobig, aber nach einer kleinen Fummel-Session habe ich die richtige Position im Ohr gefunden. Der Tragekomfort geht in Ordnung, ist für meine Begriffe aber etwas zu locker. Verbaut haben die kabellosen Kopfhörer 5,8 mm Treiber, zudem haben sie eine Impedanz von 14 Ohm. Eine volle Akkuladung hält bei den Tune 120 knappe 4 Stunden und damit soll JBL auch recht behalten. Bevor wir zur Musikqualität und dem Fazit kommen, könnt ihr euch kostenlos dem Abenteuer anschließen und uns durch ein kostenloses Abo unterstützen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr allgemein von JBL haltet. Wir machen weiter mit dem Ladecase. Auf der Vorderseite ist ein dezentes JBL-Logo platziert und direkt dort drüber ist eine dreistufige Akkustatus-LED verbaut. Das Ladecase bietet zusätzliche 3 vollständige Aufladungen. Und somit kommen die JBL Tune 120 auf 16 Stunden Laufzeit insgesamt. Für den Preis ist das kein Top-Wert, hier sind andere Hersteller schon weiter vorne für weniger Geld. An der Unterseite ist ein Micro-USB-Anschluss verbaut. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei 2 Stunden bei einem vollständig leeren Akku. Das Ladekabel hat zwar eine tolle Farbe, ist aber extrem kurz. Hier wurde auch definitiv gespart. Unterm Strich sind die Laufzeit, die Akkugröße und der Micro-USB-Anschluss eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Die Mikrofonqualität der JBL Tune 120 ist akzeptabel. Funktionen wie eine Rauschunterdrückung oder ANC sind nicht vorhanden. Die Touchsteuerung am Kopfhörer funktioniert einwandfrei. Wir haben in letzter Zeit einige Wireless-Kopfhörer getestet. Und die Range von der Musikqualität geht teilweise schon stark auseinander und bringt manchmal sogar Überraschungen bei günstigen Modellen mit sich. Der Grundsound ist erstaunlich klar und schön definiert. Ich habe verschiedene Genres angetestet und gefühlt sitzt alles da, wo es hingehört. Im Hip-Hop- und R&B-Bereich ist ausreichend Volumen unten in den Bässen vorhanden, ohne matschig zu klingen. Aber auch in Pop- oder Rocksongs kommt man auf seine Kosten. Für meinen Geschmack könnte der Mittenbereich gerade bei Gitarren etwas präsenter sein. Die hohen Frequenzen sind clean und das macht einen guten Grundsound erst möglich. Unser Fazit fällt gemischt aus. Overall ist der JBL Tune 120 TWS mit knapp 78 Euro immer noch etwas zu teuer. Über das Aussehen kann man sich sicherlich streiten, das ist ganz klar Geschmackssache. Wir bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis und hier schneiden die Tune 120 im Mittelfeld ab. Angefangen mit einem relativ großen Ladecase mit nur 12 Stunden extra Akkulaufzeit, einem Micro-USB-Anschluss und keine vorhandenen Features oder App-Inhalte machen es schwer, auf eine gute Bewertung zu kommen. Einzig die Musikwiedergabe ist als gut zu bewerten. In Verbindung mit dem etwas hohen Preis kommen wir auf eine Bewertung von 3,8 von 5 möglichen Sternen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Button und abonniert kostenlos den Test-Venture-Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Schreibt uns gerne eure Meinung zu JBL-Kopfhörern in die Kommentare. Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eure Test-Venture-Crew.